zweite Decke reinziehen und dann Ja. muss Wasser rein. Okay, oh Gott, ich glaube, wir müssen hier ringsrum Fackeln machen, oder? Haben wir noch das Eisen, die drei? Die Eisen. Ja, die haben wir, Oder glaube ich, noch. wollen wir nicht einen zweiten Eimer lieber machen? Zwei in Eimer. Ja, stimmt, das wäre, glaube ich, sinnvoller. Dann. Zack, zack, zack. So, jetzt hast du die Wahl. Soll in Eimer gemacht werden oder nicht? Also ich würde sagen, ja. Okay, dann sage ich auch ja und damit sind die Eisen weg und einen Eimer haben wir. Sehr gut. Der gerade hinter dir gefallen ist. So, dann haben wir zwei Eimer. Und wie gesagt, legal. Das Einzige, was nicht legal sind, sind eigentlich die Kühe, aber die Ja, brauchen das bleibt uns nichts anderes übrig, ja wenn wir die eben. Bücherei alle machen müssen. Ja, der Macher hat die zwar offiziell gestrichen von der Liste, aber wir machen es trotzdem. Vor allem machen wir uns ja eigentlich mehr Arbeit damit, weil wir könnten uns ja einfach das Leder cheaten. Ja, genau. Und wir haben ja auch schon hier extra Sachen erledigt, hier wie 10 Schallplatten und sowas. Ja. Was auch nicht sein müsste. Weil das haben wir uns ja jetzt selbst so erzielt, jetzt nachdem es plötzlich so gut gelaufen hat. So, dann schauen wir mal. Also wir haben jetzt 20, enthalb kann man sagen, und ein halber, wegen zwei Fäden. Ja. Also Farbstoff. Ist jetzt soweit fair, fast fertig. Es fehlt nur noch die Wolle. Sie jetzt mal kurz gucken. So, also graue Farbe, Tintensack plus Knochenmehl. Okay, und hellgrau ist. Was ist hellgrau? Und hellgrau ist Tintensack mit zwei Knochenmehls. Echt? Ja, laut den Wiki hier. Ja, oder? Oder du nimmst nochmal einen grauen Farbstoff plus ein Knochenmehl. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also die eine. Aber es kommt unterschiedlich raus. Also entweder grauer Farbstoff plus ein Knochenmehl, dann bekommst du zwei. Oder ein Tintensack plus zwei Knochenmehl, bekommst du drei raus. Oh Mann. Ich glaube, die Variante mit zwei Knochenmehl wäre, glaube ich, sinnvoller, weil wir haben eh zu viel Knochenmehl. Ja, das stimmt. Und die Tintenfische, die lassen ja definitiv immer einen Inksack fallen. Die lassen Tintensack. Tintenfische. Ja, also Tintenfische lassen. Obwohl, nee, nicht immer. Sie lassen 0 bis 3 fallen. Ja, soll das ja nicht das große Problem eigentlich darstellen. Oh, hier ist wieder. Zack. Wieder. Bisschen. Oh, die Kühe sind ja weg, alle. Ach nee, die wollen nicht. Zum Beispiel die eine Kuh hier, die hat gerade Herzen. Wir brauchen die Kühe nicht mehr, ne? Achso, brauchen wir nicht Nö. mehr. Okay. Ja, dann können wir jetzt die Kühe eigentlich so vernachlässigen. Können uns dann mal. Dann mache ich jetzt aus den vier Weizen ein Brot. Rot für die Welt, aber die Ja. Wurst bleibt hier. Ja, der Wurst bleibt hier, die essen wir. So, ein Brötchen in die Essenskiste. So. Also hier um den Brunnen. Da machen wir jetzt erstmal ein paar Fackeln. Damit wir ringsherum alles ausfackeln. Natürlich nicht lang gefackelt, wie es ja immer so schön heißt.
Der gute alte. Du musst ja nicht gehen, du kannst ja reicht eigentlich jeder zweite, oder? Obwohl, ja, stimmt auch wieder. So, dann gebe ich die jetzt mal rein. Und dann schau mal, wir haben noch 9 Stück drin. Und hier werden jetzt gerade noch welche gemacht. Moment mal. Reichen die nicht schon? So, als jeder zweite. Ja, scheiße, jeder zweite, genau dazwischen bildet sich das Eis. Echt? Ja. Oh Mann. Ja, da ist das Eis doch ein bisschen klüger als wir, leider. So. So, nochmal 16 Stück hier. Dong, 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 dong. Wobei an der Ecke muss es ja nicht. Das wäre nur Verschwendung. Festbeleuchtung hier. Schau mal, hier haben wir noch 4 Stück. Jawohl, das sollte jetzt reichen. Und dann haben wir halt andersrum. Nummer 16. Jetzt haben wir allerdings keine Holzkohle mehr. Bob. Und wir haben noch 12 Fackeln übrig, dem es hier einmal komplett ausgeleuchtet ist. 12 Fackeln da rein. Holz rein. So. Dann können wir jetzt nur mal hoffen, dass da auch wirklich etwas spawnen tut. So. Was? Ich habe eben gedacht, die Kuh wäre draußen. Kannst ja eh mal. Hier ist noch was uneben. Wo? Genau hier. Ja, das war jetzt genau so ein Fehler. Hier auch. Da unten ist ein Stein. Das sind sogar 11 Steine. 12. So, noch hier ist dann noch uneben. Hier ist ja auch uneben, oder? Ja, tatsächlich. Moment mal, hier ist ja noch der andere Eimer. Halt, stopp, so, da. Ja. Wo ist noch uneben? Hier? Nee, wo denn? Nee, jetzt ist es eben. Jetzt ist alles hier nur irgendwie. Ja, warte, da musst du einfach nur, da kannst du nichts mit einem Eimer machen. Da musst du. Zack. So, jetzt ist. Ja, jetzt sieht es eben aus und hier auch. So, dann schauen wir, ob da jetzt Tintenfische spawnen oder nicht. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob Spinnen spawnen mal wieder. Und dann schauen wir mal. Ah, da hinten sind ja 3 Stück oder wie, 4. 5, 6. Eieiei. Hilfe. Hier kommen jetzt aber viele an. Hier auf der großen Plattform ist das gar nichts. Aber hier. Was ist denn das jetzt?
So, und nur einen Faden bekommen. Na wunderbar. Das bringt mir natürlich herzlich wenigstens. Oh, was ist Essen, Essen, Essen. Und. Oh, scheiße, hast du eine Spitzhacke? Nee, oder? In der Truhe müsste eine Achso, sein. ja, weil jetzt habe ich aus Versehen die Steine gesetzt. Das soll es natürlich nicht sein. So, da und dann noch paar neue Schwerter. So. Halt, ich brauche noch was zu essen. Essen, Hunger. So, okay, dann. Achso, hast du jetzt Pfeilenbogen genommen? Ja, stimmt. Jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr. Da hinten ist eine Spinne schon mal. Oh je. So, Spinnen, Spinnen, Spinnen. Eine immerhin. Zwei Fäden, bitte. Ja, danke für nichts wieder. So, hierhin ist jetzt nichts erstmal. Oh, die Spinnen sind so doof, ey. Die klettern da drüber und fallen runter. Ja, das ist sehr blöd irgendwie immer noch. Eieiei. Ja, super Spinnen. Gleich tot. Och, Spinnen, was macht ihr denn da für ein Mist? Ui. Hast du meine Sachen eingesammelt? Ja, klappt schon. Moment, gehe ich mal kurz nach hinten. Was hast du? Ein Schwert, oder? Ja. Okay. Ah! Es liegt hier draußen. Hast einen Pfeil im Arsch. Ja, schon wieder. Treffen wir auch immer hier an den umsamsten Stellen. So, Block Nummer 21. Ja, wollen wir schon mal die Bilder machen, dann haben wir wenigstens schon mal eins abgehakt. Ja, stimmt, dann Bilder. Brauchen wir aber jetzt erstmal ordentlich Stickies. Okay, hier hat jetzt noch kein Tier gespawnt. Ne, das reicht, nehmen. Gucken wir mal. So, da ist die Wolle. Crafting rein. Das ist ein Enderman. Oh je. Okay, so. Wup, wup. So. 5. Oh Gott, können wir jetzt erstmal ganz schön viel Holz verbrauchen. So. Ey, hier ist ein Creeper auf dem Weg. Oh. Das ist nicht gesund. Warum Spinni Spinni? War nur nicht tot. Jawohl, zwei Fäden. Jawohl. So muss das sein und nicht anders. So. Enderman. Den gucke ich jetzt nicht an, ich habe keine Energie. Auf der anderen Plattform sind auch noch Spinnies. Ja, okay. Und zack, 20 Bilder. So. Oh ne, jetzt ist er ein blöder Spinnenreiter. Was? Wo ist Ja, der? hier.